Naja. Also ja, die Kiste lässt sich echt komisch lenken, das muss ich sagen. Sehr langer Schlitten irgendwie. Sag mal! Und jetzt ist sie schon wieder kaputt, oder was? Na gut, es ist ein Drive-Away, aber trotzdem. Dass ich da so durch die Gegend fliege, so schnell war ich ja nicht, ne? Das ist doch kacke. Schon wieder so eine Kiste, die ich irgendwie wieder nicht mögen werde. Die ich dann hoffentlich... die ich dann hoffe, bald loswerden zu können. Ja, klar! Ich habe sogar noch abgebremst. Bong. Drive away. Wrecked. Danke! Mann! Wieso? Wieso so? Jetzt blink nicht auf mich zu. Wo wissen wir überhaupt hin? Immer dasselbe mit den 161 von 400. Da wurde ich drüber. 33 von 120. Ah, eine neue gefunden. Ein neues gefunden. Ne, doch eine Werbetafel. Passt doch. Aua. Okay. Da vorne ist auch dann schon wieder das Ding. Wie habe ich überhaupt jetzt... Aua. Jetzt habe ich schon wieder auf meinen Boost geguckt. Hey, vielleicht kann ich einen Drive-Away machen. Nein, kann ich nicht. Wie habe ich jetzt überhaupt dreifachen Boost? Was habe ich denn da gemacht? Spur. Yay, yeah, okay. Scheiße, ja. Ich bin heute auch nicht so motiviert, merke ich gerade. Also eigentlich war ich motiviert, aber jetzt, wo es losgeht, irgendwie merke ich, heute läuft es bei mir gar nicht. Mal wieder bei Burnout Paradise. Ich weiß auch gar nicht, über was man da reden will bei Burnout Paradise. Ja. Ich glaube eigentlich irgendwie einen Scheiß raus und hoffe, dass es irgendwie Sinn ergibt, was es aber nicht tut. So. Okay, ich weiß, wie ich gefahren bin. Gas geben und... jetzt mal kurz gucken. Ich fahre am besten hier lang... Oder ich fahre hier gleich... Ich könnte auch hier sofort rechts fahren. Nee, hier noch nicht. Ich glaube eher bei der nächsten Kurve rechts und dann links ganz außen rum. Das wäre vielleicht klüger. Ich glaube, das wäre klüger, ja. Also, vielleicht bei der nächsten Reihe rechts fahren. Zuerst mal Oncoming ausnutzen, weil wir brauchen Boost, eventuell. So. Okay. Wie komme ich jetzt hier am besten rüber? Ah, so. Nein, so nicht. God damn it! Ist das ein Drive-Away? Yes! Sehr gut. Also ganz schöner Flug. So, jetzt muss ich hier versuchen mal zu lenken, was mein Auto aber irgendwie nicht will. Mein Auto will nicht lenken. Deshalb ist es auch so ein Auto, das ich mal wieder nicht mögen werde. Und dann muss ich gleich hier links und dann kann ich einfach... schon wieder keinen Boost mehr. Fuck. Au. Drift 81 Yards. Ich habe doch keine Ahnung, wie viele Yards sind. Mann. Immer dasselbe hier. Ja gut, wenn wir jetzt einfach nur auf dieser Strecke bleiben, sollte es möglich sein, das zu schaffen, hoffe ich. Ich hoffe nur, dass ich jetzt hier nicht durch Abkürzungen noch missbaue, weil... Okay. Ist mir ja schon oft genug passiert, also sollte ich das mit den Abkürzungen lieber ganz lassen. Auch wenn ich dadurch eigentlich ein bisschen Boost kriege, dass ich dringend bin. Ah, verdammte Scheiße! Dass ich dringend gebrauchen kann, das Boost. Das Boost vor allem. Trotzdem sollte ich hier keinen Mist bauen. Okay, die Hälfte der Zeit ist schon um, aber ich glaube, dass ich schon ziemlich weit gekommen bin. Ich habe keine Ahnung. Wir fahren jetzt hier einfach lang und hoffen, dass es reicht, weil ich will die Burning Wood nicht noch ein drittes Mal machen. Es wird noch eine Burning Wood geben, die werde ich wahrscheinlich 100 Mal probieren müssen, bis ich sie endlich schaffe, weil das ist wirklich die krankste. Das ist die vom letzten Auto. Die war wirklich krank. Also, soweit ich mich daran erinnern kann, hat es ewig gedauert, bis ich sie geschafft habe. Aber umso froher war ich, dass ich es geschafft habe. Die anderen sind eigentlich ganz gut möglich, solange man nur zwei maximal Crashs baut. Aber bei dem letzten darfst du, glaube ich, gar keinen Crash bauen. Längst ist die Kiste auch so schnell und wendig, dass es gar nicht so schwierig ist, keinen Crash zu bauen. Das soll ich mich auch mal beeilen, ne? Oh, ich hab Boost. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich noch einen Unfall baue, weil dann habe ich es total verkackt. Und bei der Kiste hier kann ich mir das sogar sehr gut vorstellen, dass ich einen... Fuck! Dass ich ziemlich leicht einen Unfall baue, wie man hier sieht. Au. Komm, gib Stoff, wir haben immer noch 20 Sekunden. Ah ja, Strecke ist ja nichts mehr hier. Wenn jetzt kein Auto einfach aus dem Nichts kommt, wie sonst immer, dann ist das... Hallo? Okay. Das war noch nicht eingependelt, das Auto. Egal, Hauptsache wir haben es geschafft. Mann! You win! Your time to 83. 2012, 14.07. Es ist schon vor anderthalb Jahren gewesen, dass ich das angefangen habe hier. Krass. So, Hunter Hotspur. Thank you. Wherever you are. Ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Der heißt willkommen DJ Atomica. Er sagt seinen Namen auch nicht, ne? Habe ich überhaupt schon... Ich weiß nicht, ob ich schon alle Junkyards habe. Es müsste ja irgendwann auch hier eingeben. Ne? Probieren wir das mal nochmal hier.
360 Grad, komm schon. Ah, 182 mit der Kiste geht es nicht. Da brauche ich wohl eher ein wendigeres Auto. Und das Ding hier ist ja überhaupt nicht wendig. Außerdem ist es ein Crash-Schlitten. Und ich brauche wahrscheinlich... Ach komm, lag, danke. Ich wusste, wo ich hin muss, aber es hat so geleckt, dass ich gar nicht mehr lenken konnte. Und ich brauche dafür wahrscheinlich ein Stunt-Auto. Hui! Wie viel Siege brauche ich noch? Ich glaube 11. Das heißt, wir machen jetzt zweimal Takedown. Vielleicht einmal Marketman, mal schauen. Es wird ja dann demnächst eh wieder alles auf Null zurückgesetzt. Und dann sind wir schon beim vorletzten... Bei der vorletzten Lizenz, ne? Weil ich weiß, gibt es dann nur noch eine Lizenz. Und das ist die, die man kriegt, wo man alles geschafft hat. Oder keine Ahnung. Ich fahre jetzt irgendwo lang, ne? Aber ich bin einfach mal noch in der Hoffnung, dass ich hier noch einen Schrottplatz finde, den ich noch nicht entdeckt habe. Ich erinnere mich halt auch nicht mehr an die ganzen Schrottplätze auf dieser Map. Überhaupt Schrottplätze in dieser Welt, in diesem Spiel, wie auch immer. Also hoffe ich einfach mal, dass ich die noch irgendwie zufällig entdecke. Per Glück, was ich bis jetzt aber noch nicht hatte. Also, naja. Fahre ich einfach mal durch die ganze Weltgeschichte und finde trotzdem keinen Schrottplatz. Das ist super, das ist typisch. Lenke! Oh Gott! Okay, alles gut. Hat ja irgendwie funktioniert. Kann, verzieh dich, Alter. Ich will nur irgendwie... Ja, da war ich schon. Okay. Ui, das hatte ich noch nicht. Okay. Da ist eine Tankstelle. Ich fahre gerade in ganz anderen... Ich wollte eigentlich auf der Straße bleiben, damit ich die Schrottplätze kriege. Aber what the heck? Wo kam die Chance her? Aber irgendwie... Naja, was soll's. Ich glaube, es gab 5 und ich habe nur 4. Wenn ich mir das noch so recht in Erinnerung rufe. Naja, fahren wir halt zum Schrottplatz wieder in der Stadt. Whee! Toll! Bin ich mal so weit. Upsa. Bin ich mal gerade weit gesprungen. Nicht gerade weit. Nicht mal gerade weit. Ach egal. Hallo? Nein, 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 ich will ein Drive-Away. Mist. Egal, sehen wir wieder gut aus. Yay. Usmus. Kiss ist echt ganz schön. Upsa. Ganz schön lang. Wieso hat es jetzt überhaupt keine Zeitlupenfunktion gegeben hier? Was soll denn das jetzt? Naja. Jetzt holen wir uns kurz das neue Auto. Dann wieder wie immer Werkstatt. Zurück zum Schrottplatz. Aua. Sehr gut. Werkstatt. Zurück zum Schrottplatz. Und dann können wir endlich fahren. Mann, Mann, Mann. Jedes Mal dasselbe Mist, ne? Wenn ich jetzt noch bis zur Aufwertung spiele, dann würde das bedeuten, dass ich noch mindestens 2 Autos fangen muss und dann noch ein neues Auto kriegen, da vielleicht noch ein Auto fangen muss, keine Ahnung. Das wäre natürlich auch nicht toll, weil irgendwie nervt mich das mit dem Auto fangen, wie ihr schon gemerkt habt. Weil ich immer so viel Pech habe. So, Hunter Hotspur. Das hat ganz schön gute Werte, das Ding, aber irgendwie kommt es mir nicht so vor, als wäre es so gut. Egal. Sie sehen natürlich jetzt viel cooler aus als das davor. Und der Sound ist auch ziemlich leise. Nein, Spaß, okay. Wow! Was? Warum? Mach die Türen zu. Warum hat er gerade so eine Volldrehung gemacht hier? Dass der sich immer wehren muss. Hallo, lass die Tür noch mal zu. Was ist denn los mit... Hallo, lass das. Ja, dann halt nicht. Ist mir egal, wird es eh repariert. Und dann gehen die Türen hoffentlich wieder gescheit zu. So. Ah, sieht doch jetzt ganz gut aus, die Kiste. So, jetzt kurz hier immer Schrottplatz. Und dann suchen wir uns erstmal einen Road Rage, ne? Road Rages sind immer gut. Ich hoffe, dass die Karre Road Rages auch gut kann, weil die letzte, die wir hatten, konnte das ja nicht. Es war überhaupt die letzte. Das da ist Speed, das da ist Stunt, da war das... Ah, der Carson Grant Dings da. Den habe ich gar nicht mögen, leiden können. Ich frage mich, ob die Namen verändert werden im Deutschen, also die Namen der Autos, aber ich glaube nicht. Hoffe es mal, ne? Weil sonst heißen die jetzt alle ganz anders, als sie wirklich heißen würden. So, jetzt suchen wir uns doch erstmal ein Road Rage. Wo haben wir... Haben wir einen Road Rage? Ich will einen Road Rage haben. Ah, da gleich rechts. Muss ich hier gleich rechts abbiegen. Fuck. Ich musste ihn natürlich husten und konnte nicht lenken. Sehr gut. Und dich nehmen wir auch noch mit und dann fahren wir weiter. Drive away! So. Lass mich mal hier in die Mitte. Okay. Oh, toll. Die Kiste sieht ja jetzt schon super aus.
Nur 8 Takedowns, also wirklich, das sind nicht gerade viele, ne? Ich hab irgendwann 20 gebraucht oder so, aber 8 sind ja halt echt nicht. Hey! Oh, verdammt! Taken down. Statt Takedown kassiert. Ja, aber ich. Hä? Ich habe mich selber geschrottet. Niemand hat mich berührt. Was soll das? Jetzt habe ich keinen Boost mehr. Jetzt habe ich nur. Ich habe nur ein Level Boost. Level 1 Boost. Bam! Den habe ich irgendwie erwischt. Ah! Nicht cool. Nicht cool. Ich war noch nicht mal richtig drin. Heilige, was ist denn. Ah! Was ist denn hier los? Was soll denn das? Wieso fliegen hier alle in der Gegend rum? Muss hier umdrehen, weil ich muss vielleicht demnächst. Wow! Ganz ruhig, Freunde. So, dann schauen wir hier erstmal durch die Werkstatt. Sicher ist sicher, ne? Der Typ hatte mich gerade fast erwischt. Car fixed. Scheiße. Jetzt haben wir keinen Boost mehr. Nein! Daneben. Der Typ, ich wäre beinahe auf den Van gefahren wegen dem Deppen. Jetzt brauche ich eigentlich nicht mal durch die Tankstelle. Eigentlich wollte ich gerade durch die Tankstelle fahren, aber dann hatte ich plötzlich schon wieder. Also. Eigentlich wollte ich es gerade noch und danach habe ich es gemacht, ohne es zu wollen. So meint das. Weil ich dann plötzlich doch volles Boost hatte. So, du bist tot. Und mein Auto macht irgendwas, was er will. Hilfe. Okay, alles. Ah, da fliegt schon wieder mir was entgegen. Was ist denn hier los? Aua. Okay, sag mal. Was macht denn ihr alle da? Könnt ihr mich auch mal was killen? Oh, toll. Was killen lassen? Ist. Okay. Ich dachte gerade, es zählt nur als Wrecked und nicht als Taken Down, aber das war doch ein Taken Down. Da ist wieder einer. Ha! Oh, verdammt! Nein! Oh nein! Oh Gott sei Dank! Car Taken Down, er ist irgendwie in ein Auto reingeklatscht. Hab ich ja Glück gehabt gerade. Ich war dann noch verreckt. Wow! Er ist mir aber richtig in den T-Bone reingerast, ey. Hey, die Tür brauche ich. Ha! Haben ihn einfach mal da hochgeprügelt. Nein, das hätte ein T-Bone werden können. Das wäre ein cooler T-Bone gewesen. So ein richtig geplanter T-Bone. Zum ersten Mal richtiger geplanter. Weil sonst fahren sie mir einfach nur rein und sterben. Ja, der war ja witzig. Hey, Frenzy. So. Nein! Dieser Arsch. Das war fail. Was soll's. Aber die Kiste hält zumindest einiges aus in Rogue Rage. Kommt schon, einer von euch. Okay, warum nicht so? What the heck? Alles klar. Bats! Den habe ich erwischt. Eigentlich habe ich den anderen gezielt, aber okay. What the heck? Also manchmal sterben sie auch echt komisch. Man berührt sie nur ein bisschen und. Seht ihr das? Ich habe den Typen da drauf geschluckt und plötzlich geht der Typ da voll. Hey. Oh, wenn. Was zum. Kommt der jetzt her? Nein. Upsa. Das ist nicht gut. Okay, hier der beinahe noch einen T-Bone riskiert. Ich habe eigentlich einen T-Bone riskiert, aber es ist nichts passiert. Reim. So, der. Okay, das war kein T-Bone. Wieso hat der das überlebt? Okay, das war auch keiner. Wie hat der das überlebt? Wo fahren die alle hin? Wie überleben die das alle? Was war das jetzt? Jetzt. Yes! Ja, war cool. Irgendwie. Ey, schubst ihn nicht weg. Sonst schubs ich dich weg, wollte ich sagen. Nein! What the heck? Okay, mein Auto ist indestructible. Yeah. Komm, einen kriege ich noch, dann habe ich genau das Doppelte von denen, die ich brauche. Ein Vertical wäre auch mal wieder cool. Ich glaube, das habe ich schon mal. Upsa, schon mal geschafft. Cassis Check habe ich euch aber, glaube ich, noch nicht gezeigt. Das würde dann hier E-Traffic Check heißen. Wieso machst du jetzt deine Türen auf? Immer diese Ablenkungsmanöver hier. So. Nein! Wie sind die dann plötzlich immer so wendig? So, jetzt haben wir genau 16 geschafft. Wieso können die plötzlich so wendig sein, wenn sie eigentlich gerade voll im Todesmodus sind? So, dass sie sich eigentlich gar nicht mehr steuern können dürften. Noch 10 Siege. Probieren wir mal einen Marketman aus, ne? Weil die Kiste überlebt einiges. Gibt es hier irgendwo einen Marketman? Und jetzt mal suchen. Ah, da vorne ist wer sogar eins. Da wären sogar zwei auf einmal. Also entweder man findet gar nichts, oder man findet alle auf einem Haufen. Das ist ja auch toll. Egal. Aber mit der Kiste sollte ein Marketman sogar sehr gut möglich sein. Upsa. Außer wir fahren hier rein. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Kiste. Okay. Dann probieren wir hier einfach mal einen Marketman. Toll. Wegen 5 Meter, nee. Mayday, Mayday. Habe ich das nicht schon mal gemacht?
Doch, Mayday, Mayday habe ich schon mal gemacht. Glaube ich. Halt mal an, ich will das andere Marketman machen. So. Jetzt bin ich aber ganz schön weit gefahren, dafür, dass ich noch gar nicht losgefahren bin. Ich wollte eigentlich... Ach, egal. Hier fahren wir jetzt rein und holen uns hier das Mauer. Wie jetzt, wrecked? Lächerlich. Egal. Also, holen wir uns das hier. Da vorne ist übrigens auch eine Kreuzung, die ich entweder noch nicht freigeschaltet habe, also noch nicht durchgefahren bin, oder die gar nichts hat, weil es gab es ja auch schon oft. Oh, das ist ein einfaches Marketman. Ich muss nur irgendwann links und dann wieder rechts. So weit wie möglich links. Okay, bei der nächsten Kurve am besten. Nee, nee, ab da wird's wieder komisch. Ach, scheiß drauf, fahren wir einfach mal geradeaus. So, dich töte ich zuerst. Hupsa. Hupsa. Hä? Krieg jetzt mal einen Takedown oder was? Danke. War das ein Takedown? Ja, es war ein Takedown. Wow. Wow. Ha. Oh, verdammt. Voll den T-Bone geschenkt. Aber egal. Das mit dem Marketman klappt mit der Kiste echt gut. Ich glaube, ich mache noch ein zweites. Das macht nämlich irgendwie echt Spaß gerade. Also, verglichen mit sonst. Weil Marketman ist ja sonst nicht so meine Stärke. Aber bei der Kiste hier, die ist schnell. Die hält eine Menge aus. Und ich kann gut damit töten. Also relativ schnell, ne? Ich finde, also so, doch, sie ist eigentlich schon ziemlich schnell. Sobald man mal hier richtig Boost hat und so. Wow. Jetzt habt ihr mich aber wirklich gesandwiched. Jetzt wirft ich aber... Es war... Niemand hat geklopft. Ich habe selber geklopft. Warum auch immer. Das war unabsichtlich. Ich habe immer noch keinen kritischen Schaden. Okay, aber nachdem würde ich einen kritischen Schaden haben. Aber egal. Das war ein schönes Marketman. Das haben wir geschafft. Und das war eigentlich echt spaßig. Wenn jetzt kein neues Auto kommt, mache ich noch ein Marketman. Und wenn es dann immer noch keins kommt, dann mache ich noch einen Road Rage. Aber das ist unwahrscheinlich. Ich mache jedes Mal mehr Road Rages als Marketmans. Ich mache eigentlich fast nie Marketmans. Deshalb werde ich jetzt einfach mal ein paar draufhauen, weil Road Rages mache ich ständig. Ja, Road Rages sind schon das Coolste in dem ganzen Spiel eigentlich, aber manchmal nerven sie halt auch ein bisschen, wenn es einfach nicht klappt. Mit dieser Kiste klappt es zwar auf jeden Fall besser als mit dem Grandson, Hudson, Grand, wie auch immer, ich weiß nicht, wie er heißt, aber Hilfe. Aber ich bin trotzdem irgendwie in der Marketman-Laune. Okay, das war jetzt ein Witz. Gut, ist auch nichts passiert. trotzdem irgendwie habe ich Bock auf Marketman. Was haben wir hier? Oh, Marketman, sehr gut. Das war das, was ich noch nicht entdeckt hatte. Baseball Stadium, ich weiß, wo das ist. Ich müsste eigentlich jetzt gleich rechts, also nach Osten fahren und dann die Schräge runterwärts. Aber wahrscheinlich schicken sie mich ganz woanders hin. Yep, das dachte ich mir. Upsala. Dann mache ich es anders. Fliegen wir hier nämlich. Da kann man ja gar nicht rein. Okay, so kann man auch seinen ersten Death machen. Moment mal. Das war doch gerade ein Schrottplatz, oder? Hatte ich den schon freigeschaltet? Ich muss mir den ungefähr merken. Ich weiß nicht, ob er jetzt freigeschaltet ist dadurch, weil ich ja in einem Rennen bin. Damn it! Egal, das schaffe ich trotzdem noch. Boah, ich habe immer noch zwei Deaths frei. Einen Death frei. Glaube ich. What the? Kein guter Anfang. Kein fairer Anfang. Nicht cool. Okay, weiter geht's. Was war denn das jetzt? Das war nicht cool. Wow! Das hätte ja gefährlich enden können. Für einen von uns beiden oder für beide oder so. Hallo? Kann ich mich mal... Oh, wow! Seid solche Penner! Okay, jetzt müsste ich aber schon kritischen Schaden haben, ne? Jetzt sollte ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich das noch... Damage critical. Da fahren wir jetzt einfach mal ein bisschen vorsichtiger. Nee, müssen wir gar nicht mehr. Wir sind gleich da. Aha! Ihr Penner, ich war fast da. Ja, halt die Klappe, sag mal. Was redest du eigentlich für Mist daraus? Ich verstehe gerade kein Wort. Davon ist noch ein Marketman, das hole ich mir jetzt einfach. Ja, eigentlich sollte ich jetzt auf Roblox umsteigen, ich weiß. Aber ich sehe hier gerade keins in der Nähe, also. Wir haben einfach das nächste Beste noch ein Marketman. Ups, da. Obwohl, da vorne wäre ein Road Rage. Soll ich oder soll ich nicht? Ach komm, nehmen wir ein Road Rage. Ah. Wollen wir uns einfach kurz das Road Rage da vorne? Dann können wir... Ja, okay, danach kommt eh ein neues Auto. Aber egal, machen wir das Road Rage, was soll's. Jetzt habe ich schon ein Marketman verkackt.